Hallo und willkommen zu einem weiteren 2-Minuten-Dienstag. Heute erkläre ich dir, wie du den Blindsaumfuß benutzen kannst. Also startet die Zeit! Einen Blindsaum findest du meist bei eleganten Kleidern, Röcken oder Hosen und das kann man mit der Hand nähen oder du nähst es mit der Maschine und einem Blindstichfuß. Bei meiner Nähmaschine sieht der Nähfuß so aus. Der hat hier eine Führungsschiene, das kann man von der Seite ganz gut erkennen. Und hier führst du dann den Stoff entlang. Wie genau man so einen Blindsaum näht, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ich habe hier schon mal einen 4 cm Saum vorbereitet, also einfach den Stoff umgefaltet und gebügelt. Wenn das jetzt hier ein Kleidungsstück wäre, hätte ich dann natürlich das mit dem Zickzackstich noch versäumt, aber das lassen wir mal der Einfachheit halber. So, hier habe ich ja meinen Saum hier einfach umgefaltet und dann falte ich hier erneut, sodass ich einen Stoffbruch habe. Diese Stoffkante nehme ich aber um 1 cm ungefähr nach oben und hier an dem Stoffbruch führst du dann deinen Nähfuß entlang. Also diese Führungsschiene legst du genau an diesem Stoffbruch und nähst hier entlang. Aber das machen wir natürlich mit der Nähmaschine. Bei meiner Nähmaschine ist der Blindstich die Nummer 10. Die Nummer 10 habe ich hier schon mal eingestellt. Hier oben wird auch bei mir angezeigt, Füßchen G soll ich nutzen. Und Nähfüßchen G ist unser Blindstich. Ich habe den Saum mit ein paar Stecknadeln fixiert, damit er nicht verrutscht. Und wie gesagt, führe ich diese Stoffkante an der Führungsschiene des Nähfußes. So sieht die Naht von der linken Seite aus und jetzt schauen wir uns das Ganze von der rechten Seite an. Also ein ganzer Blindsaum ist es nicht, man sieht hier so die Einstichstellen von dem Garn. Und hier habe ich mich ein bisschen vertan, da habe ich ein bisschen daneben genäht, deswegen sieht das da auch nicht so schön aus. Also wenn man ein Garn benutzt, das farblich gut zu dem Stoff passt, dann sieht man das nicht so auf der rechten Seite. Aber ich finde trotzdem, dass der Blindsaum, wenn man den mit der Hand näht, etwas besser aussieht. Falls du wissen möchtest, wie man den Blindsaum mit der Hand näht, dann schreib mir doch gerne in die Kommentare, dann kann ich dazu auch ein Video. Ich war so davon überzeugt, dass wir die 2 Minuten geschafft haben. Jetzt beim Schnitt haben wir dann gesehen, huch, ich habe doch ein bisschen länger gebraucht, den Blindsaum zu erklären, als ich mir das vorgestellt habe. Also ja, ups, 2 Minuten nicht geschafft, versuchen wir es nächstes Mal wieder. Und jetzt wieder zurück zum alten Ich, zum Vergangenheits-Ich. Ich bin Zukunfts-Ich. Tschüss! Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Dann lass mir gerne einen Daumen hoch da und über einen netten Kommentar freue ich mich auch. Wir sehen uns dann am Freitag. Bleib gesund und nähbegeistert. Bis dann. Tschüss!